Hallöchen! Ich habe heute ein Video für dich, wo du 10 Tipps bekommst, wie du dich zuckerfreier bzw. komplett zuckerfrei ernähren kannst. Ich war ja zuckersüchtig und habe mich davon befreit. Da gibt es auch eine ganze Serie drüber, verlinke ich dir mal in der Infokarte die Playlist. Und ja, ich fange mal direkt an. Mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, habe nur die Dinge zu Hause, die du auch wirklich essen willst. Ja, wenn du keine Schokolade mehr essen willst, wenn du kein Industriezucker mehr essen möchtest, dann verschenk es, schmeiß es weg oder gib es an andere weiter, die das noch zu sich nehmen, und verbanne es jedenfalls aus deinem Haushalt, weil wenn du stark bist, ist es in Ordnung, aber bei schwachen Momenten greift man dann doch mal zu dem, was man eigentlich nicht mehr essen will. Tipp Nummer 2. Die Psyche spielt ja auch da eine wichtige Rolle. Und die Süße des Lebens, ja, es geht darum, du möchtest zuckerfrei dich ernähren, gesünder ernähren, und es kann sein, dass dein Zuckerkonsum, dass du damit kompensierst, dass du sonst nicht zufrieden in deinem Leben bist. Oder meistens geht es darum, um eine große Sehnsucht, eine unerfüllte Sehnsucht. Und es ist wichtig zu schauen, dass du, wonach du dich sehnst. Tipp Nummer 3. Es ist ganz wichtig, dass du gesunde, süße Sachen zu Hause hast. Dass du sozusagen, wenn du Verlangen nach süß hast, dass du das dann zu dir nehmen kannst. Ich zum Beispiel habe immer Aprikosen getrocknete zu Hause. Ich habe immer Obst da, also zumindest wenn ich gut in meinem Einkaufszyklus bin. Auf jeden Fall immer schön reifes, saftiges, leckeres, süßes Obst zu Hause haben. Tipp Nummer 4, ganz wichtig, es darf nicht das Gefühl entstehen, dass du auf etwas verzichtest. Ja, deswegen auch Tipp Nummer 3, dass du immer das Süße auch befriedigst, aber halt mit gesünderen Sachen. Tipp Nummer 5, in der Übergangszeit ist es gut, wenn du ich habe zum Beispiel, schreibe gerade an einem E-Book, wo ich so einen 6-Schritte-Plan erstelle, wie du in ein zuckerfreies Leben dich hineinlebst. Und es ist auch gut, diese Schritte sozusagen zu gehen und zuerst den Industriezuckerkonsum zu halbieren vielleicht und dann langsam Ersatzstoffe sich zu suchen. Ein sehr guter ist zum Beispiel Erythrit. Das hat weder Kalorien noch das hat es Kohlenhydrate, also ein wirklich Zaubersüßmittel, verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Das war Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6, schau dir bei allen Sachen, die du kaufst, die Zutatenliste an. Auch in deftigen Sachen ist Zucker drin. Und gewöhne dir an, das zu studieren, um wirklich ein zuckerfreies Leben führen zu können. Und vielleicht weißt du es schon, aber je nachdem, an wie vielter Stelle der Zucker ist, so viel Zucker ist da drin. Also wenn es an erster Stelle drin ist, ist das die Zutat mit dem meisten Gewicht in dem Lebensmittel. Tipp Nummer 7. Schwach werden ist okay. Das bedeutet, wenn du mal einen Aussetzer hast und doch irgendwas Süßes, Zuckeriges, dir einen Kuchen reinhaust oder eine Schokolade, dann verzeih dir das und mach einfach weiter. Ja, ich habe früher oft gedacht, oh, jetzt habe ich ja einmal das verhauen und jetzt ist die ganze Sache futsch. Ja, kann ich vergessen. Also, verzeihe dir, wenn du mal einen Ausrutscher hast. Und dann bin ich schon bei Tipp Nummer 8, der geht in dieselbe Richtung. Erlaube dir, Ausnahmen zu machen.
Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt jeden Tag eine Ausnahme machst, dann kommst du wahrscheinlich eher nicht dahin. Aber so ein-, zweimal die Woche doch noch was zu essen, was sozusagen aus deinen alten Gewohnheiten herkommt, ist in Ordnung. Ja, und sollte mit zum Plan gehören, den Zuckerkonsum zu reduzieren und auf Null zu bringen. Tipp Nummer 8. Und zwar ist es so, dass die Muttermilch und das Fruchtwasser Zucker enthalten und süßlich schmecken. Und daher kommt wahrscheinlich auch unser großes Verlangen nach Süß, weil uns die Süße so eine Geborgenheit schenkt, so ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Vielleicht verbindest du mit Süß auch irgendwas aus der Kindheit. Das war bei mir so, dass ich halt irgendwie immer Schokoriegel hingelegt bekommen habe und das war dann die Liebe. So, ne? Und das aufzudecken und sich bewusst zu machen, was für Muster du da zum Beispiel hast, ist auch eine wichtige Note. Da sind wir bei Punkt Nummer 9. Schreib dir auf, warum du das machen willst. Also schreib dir die Beweggründe auf, damit du in Momenten, wo du das vergisst, wo du denkst, aber mach ich das hier alles nur? Warum gehe ich diesen Weg, dass du da einfach weißt, wofür du das machst? Und gute Gründe sind zum Beispiel Gesundheit oder das eigene Wohlbefinden. Und schlechte Gründe sind, wenn man das für jemand anderen macht, weil man abnehmen will und dann glaubt, irgendwie für den und den besser auszusehen. Das wird vom System, von deiner Seele nicht so gut unterstützt. Ja? Also die inneren Beweggründe sind da förderlicher. Ja? Sei da ganz ehrlich mit dir. Und der 10. Grund, sei geduldig. Ja, sei geduldig und gib dir Zeit bei der Umstellung. Es geht nicht darum, jetzt in irgendwie einer Woche oder in einem Monat oder in einem halben Jahr irgendwie auf Zucker zu verzichten, sondern es ist ein langwieriger Prozess, weil es soll ja was Dauerhaftes sein. Es soll ja eine Umstellung sein, die dann weiter langfristig anhält. Und ich habe wirklich viele, viele Jahre, also 4, 5 Jahre experimentiert mit meinem Zuckerkonsum, mit meiner Zuckersucht, bis ich jetzt seit über 2 Jahren auf Zucker komplett verzichte, also auf Industriezucker und auf jegliche Austauschstoffe und ich nehme nur noch natürliche Süße zu mir. Also, das waren die 10 Tipps und ich wünsche dir ein süßes Leben und ja, mögest du gesund sein und ein gutes Körpergefühl haben. Und ja, alles, alles Liebe für dich. Ciao.